Gut. Alles klar. Dann sind wir jetzt soweit. Last Folge für heute. Das ist jetzt soweit erstmal gut. Das packen wir jetzt mal da rein. Ich muss jetzt noch mal was holen. Den hauen wir jetzt noch mal erstmal wieder hin. Kann ich schlafen? Jawohl. Dann machen wir das jetzt gerade mal, bevor wir nämlich jetzt gleich rausgehen. Dann ist es nämlich draußen schon mal Tag. Aber ich nehme hier auf jeden Fall so weit wie möglich hier wieder Bruchstein mit raus. Will ich mal ein bisschen Platz kriegen. Na, Herr Skeletor, du kommst mir ja komisch vor. Wo bist du denn hin? Ach, da bist du. Ich finde das immer toll. Ich hau sie und sie fangen mich an zu lieben dafür. Es ist so lieb. Oder die Herzhals. Ich sitze hier die ganze Zeit so unbequem, bis es mir der Fuß eingeschlafen. Na, Fuß untertrieben, halbe Bein, eigentlich alle eingeschlafen. Also, ich bin von der Hüfte abwärts gelähmt jetzt. So, schwimmen. Das ist ermüdend. Ach ja, das macht mich müde. Ah, ich bin echt müde. Gut, ich trinke mal einen Schluck. So, ja. Mampf, Mampf. So, draußen ist es jetzt schön hell. Da erwartet uns keiner. Wir waren beim letzten Mal so schlau gewesen und sind dann dieses Stück mal nicht zu Fuß gegangen, wie wir es bisher immer gemacht haben. Oh, Klappe. Sondern haben wir unser Boot geparkt. Und jetzt können wir hier mit dem Boot einmal um die Felsen drumherum. Knobla, drumrum, nicht drauf zu. Ach, das sieht schon nice aus. So. Mit den Felsen und allem, dass das jetzt oben auch überall drauf steht und so. Ja, ja. Es dauert, aber wir kommen voran. So. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Steh jetzt auf. Der kann da ja weiter vor sich hin paddeln. Ist mir jetzt ziemlich egal. Paddel, paddel, paddel. Paddel auf Matt. Und dann gehe ich schon mal hier. Upsa. An den Kühlschrank. An den Kühlschrank geht er ran hier. Genauer gesagt. Unten vom Kühlschrank. Das ist das Kühlfach. Tür auf, Tür zu. Genau. So mache ich es mit meinem Kühlschrank auch. Da ist schon wieder Knoten in der Leitung. So. War schon mal neidisch, ne? Es ist jetzt ein Eis. Eis kann man immer essen, auch wenn es Winter wird. Ja, so ist das. Lecker Eis, das macht immer Spaß. Vor allem mit Schokoüberzug. So, was kaufst du? Bist du klug? So, Moment mal, haben wir was vergessen? Ich nehme normalen Redstone mit, neben den Blöcke, glaube ich, um mal was auszuprobieren. Lecker. Und so knackig. So. Ein kleines, winziges Detail, das wir noch brauchen. Und dann rudern wir zurück. Übrigens jetzt nebenbei hier mal den hier wieder aufmachen. Zu Kontrolle. Knack. Knack und back. So, Boot geparkt. Und wieder zurück. Ja, ja, ja. Wieder über den grünen Hang.
und hier hinten wieder runter. Aua. Vielleicht lasse ich diesen einen Ausgang so auch einfach. Da-da-dam. So. Hallo, Sasa. Mist. Was vergessen. Da wird den ganzen Stein weggeräumt. Ich schlauer welcher. Egal. Gut. Dann bauen wir uns hier mit der Treppe erstmal wieder hoch. Hoppla. So klappt das natürlich nicht. Dann eher so. Dran. Jawohl. Tanzen wir dem Salazar mal ein bisschen auf der Nase rum. Hoppla. So. So würde er jetzt gucken. Jetzt mache ich mal zwei Redstone-Fackeln. Es ist ja. Redstone-Blöcke fangen ja nicht an zu leuchten, wenn man eine Fackel dazu stellt. Das ist ja das Problem. Und ich glaube, so sieht das Kacke aus. Nee, wir lassen es einfach bleiben. Wir machen da den Block wieder rein und gut ist. So und fertig. Dann bauen wir unser Türmchen wieder ab. Nehmen wir auch wieder mit. Gut, und dann würde ich sagen, ist der Kollege Salazar Slytherin Kopf da hinten fertig. Der guckt jetzt hier mit seinen roten Augen uns noch böse an. Na? Und da hinten die Wand wollte ich eigentlich noch machen. Fällt mir da gerade ein, wo ich das so sehe. Ist mal sowieso auch da unten und den Boden ja auch. Zumal fertig sind, können wir den Boden austauschen, der jetzt noch übrig ist. Machen wir das gerade mal. Das haben wir hier noch. Drei Stück. Eins, zwei, drei. So, und mit der Wand, also unten können wir auf jeden Fall ausgleichen und oben vielleicht, also der auf jeden Fall, ist klar. Da, komm her. Und oben können wir diese Reihe auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Einmal hier und... einmal da drüben. Das ist eh nur noch der eine, der hier fehlt. Klack. Jawohl. Jawohl. Ja. Gut. Gut, 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 gut. Würde ich sagen, wenn ihr keine Einwände habt,
So in der Art sieht das jetzt aus. Ja, Fackeln an der Seite lassen wir dran. Die machen wir mal weg, glaube ich. Ja, die auch. Lass das mal ruhig ein bisschen dunkler sein. So. Wunderbar. War jetzt eine Riesenarbeit, diese Kammer auszuheben. Aber ich würde sagen, so kann man das stehen lassen. Ja. Kommt doch gut. Ja. So, okay. Klappe zu, Affe tot. Und wir lassen die Kammer hinter uns und bezeichnen sie als fertig. Wir haben jetzt hier noch einiges an Broken Stone, den wir hier mitnehmen können. Dann nehmen wir jetzt hier auch mal wieder einen ganzen Stoß und schaffen den auch mal rüber. So, ein bisschen Zeit in dieser Folge haben wir ja jetzt noch übrig. Können wir, ja. Bei der Gelegenheit auch noch ein bisschen aufräumen da vorne, das Einstiegsrohr sozusagen müssen wir noch dicht machen. Da wo hier das Wasser rausfließt. Dieses ganze Rohr bis oben hin. Müssen wir noch mauern. Das ist halt jetzt wirklich die Überlegung, ob wir nicht diesen Ausgang hier irgendwie beibehalten. Oder ob wir uns einen neuen bauen, der irgendwie jetzt nicht so umwegig ist quasi. Uah, Zombie! Ich hätte nochmal schlafen können. Es ist natürlich wieder Nacht draußen. Oh, noch einer. Hau so ab! Und noch einer. Ihr seid mir aber ein komischer Verein. Da ist ein Skelett, da haben wir gar keinen Bock drauf. Ja, Mond ist gerade erst aufgegangen. Gut. Over the hill and far away. So, da ist mein Boot und da ist ein Creeper. Das gefällt mir ja gut. Du, Junge, hau mal ab. So, genau. Bis du angeplanscht gekommen bist, bin ich weg. Ja, komm. Lass mich. Lass mich bloß in Ruhe, Junge. So. Eine Insel. Ja, jetzt, ja. Gerade noch mal ein bisschen raus, weil ich gerade noch mal das Bedürfnis habe, hier so ein bisschen zu gucken. Hier große Halle, Eingangshalle. Da steht jetzt alles so schön, auch auf dem Berg. Auch hier mit dem Bootshaus davor. Schön, schön. Dahinter die Brücke. Jetzt auch schon sehr gut gefällt, muss ich sagen. Finde ich, ist ja doch irgendwie echt hübsch geworden. Ja. Detail für Detail kommen wir langsam voran. Enderman. Was guckst du so blöd? Aua!
Ich unterhalte mich gerade mit Enderman, ja? Arschloch. Geh ich halt. So nicht, mein Freund, so nicht. Nein, nicht die Spitzhacke. Danke. So, Brücksteine, Brücksteine, Brücksteine. Und dritter. Kiss. So, da ist der Feuerstein drin. Ah, stimmt. Ich hatte ja gesagt, ich glaube eh nicht, dass ich jeweils wieder die dritte Kiste voll kriege. Kompakt den Feuerstein mal nach unten dann wenigstens. Und dann können wir nämlich, wenn der Feuerstein unten ist, so das Zeug einfach oben reinschmeißen und gut ist. Es gibt jetzt wieder Chaos. So, machen wir das. So, was ist denn jetzt hier draußen los? So kann ich nicht schlafen. Ich gehe einfach wieder. Ich ignoriere es einfach und hau einfach wieder ab. Jui, da hinten fliegt er und da säuft er ab. Der Pfeil. Na, versuch's doch nochmal. Ne, macht er nicht. Gut. Na, na, na. Wir haben ja noch ein bisschen mehr Stein zu holen. Das können wir jetzt auch noch machen. Die Creeper haben sich irgendwie heimlich vermehrt. Die freuen sich hier meine Felsen. Ich muss sagen, ich habe den, wenn ich mir das hier angucke, durchaus recht authentisch durchgezogen soweit. So, wir müssen ja hier unten drunter auch noch alles machen, fällt mir da gerade ein. Ne, das alles, was da noch schwebt, da müssen wir noch zumachen. Hier müssen wir den Hang weiter ziehen. Da auch irgendwann die Eulerei mal aufhört zu fliegen. Au. Ja, ja, es gibt auch noch Dinge zu tun. Müssen wir mal in der nächsten Folge überlegen, in der nächsten Aufnahme, wie wir da weitermachen, was wir da machen. Aber erstmal in aller Ruhe hier unten noch die Truhen leer räumen oder mal überlegen, wie wir uns, wo wir uns jetzt hier einen Ausgang nach oben legen wollen. Müssen wir einfach mal gucken, wo man ist. So. Oder. Dann kriege ich noch nicht komplett weg, aber zumindest fast da oben. Das schön. So, den bringen wir jetzt noch weg und dann machen wir auch die Aufnahmepause, die Folgenpause und alles Pause. Ahoi-Pause zum Beispiel oder hier Gundula-Pause, ne? Die große Pause. Ja. Mich paust der Affe. Autobahnpause gibt's auch. Piggypause und Pinnypause. Ja. Ich bin ein Star, gib mir eine Pause. Es ist schon wieder Nacht, das gibt's da nicht. Oder ist immer noch Nacht? Ach ne, es ist ja immer noch Nacht. Ich bin ja schon die ganze Zeit in der Nacht unterwegs. Habe ich ja wieder ganz vergessen. Klar. Aber da vorne geht die Sonne auf. Das hat natürlich einen Neisigkeitsfaktor. Gut. So, Boot habe ich schon gewendet, damit wir hier schnell wegkommen. Habe ich gemacht, weil es immer noch Creeper irgendwo rumcreepeln. Oben steht ein Zombie-Line, den lasse ich jetzt auch mal allein. Nochmal ein bisschen Action und Spannung hier am Ende. Und das Schiff fliegt an.
wenn der Kapitän anlegen kann. Manchmal ist er zu blöd, da kriegt das nicht hin, aber jetzt hat das geschafft, Gott sei Dank, und der Endermann ist nicht mehr da, ist abgehauen. Versteckt sich unter Baum. Oder im Küchenschränkchen. So. Das dürfte jetzt mit dem Feuerstein schon eng werden. Noch geht's. Okay, alles klar. Dann soll's das für heute mal gewesen sein. Mal gucken, wie wir beim nächsten Mal weitermachen. Ich weiß es noch nicht. Das entscheide ich dann bei der nächsten Aufnahme relativ spontan. Bis dahin würde ich schon mal sagen, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß auch bei den anderen Projekten. Und natürlich bis übermorgen. Tschüssi.